Heidi ho, fellas and friends, und herzlich willkommen zurück zu Black Sad. Ja, wir sind vor Bobby Yales Wohnung, dem vermissten Boxtalent. Ja, und jetzt knacken wir hier mal das Schloss auf. Ein guter Detektiv sollte zweifellos mehr Glück haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gern erkenntlich zeigen und... Zumindest in Büchern. Oh, da waren wir zu langsam. So ein Mist. Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gern erkenntlich zeigen und... Sehen, sehen. Lange nicht gesehen. Meine Frau hat mich gerade angerufen. Ich schulde dir was. Und jetzt geh, bevor mein Partner... Scheiß Katze. Oh Mann. Gut gemacht, Kind. Also. Wie wär's hiermit? Für jede falsche Antwort ziehe ich dir eins mit meinem Knüppel über. Abgemacht? Lass uns nicht provozieren. Wir haben doch gerade gesehen, dass du nicht zielen kannst. Falsche Antwort. Zweite Frage. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Was ist hier los? Das sind Katzensinne, oder was? Können wir ranzoomen? Ah, da ist... Ah, okay. Ein Kleeblatt? Ist der Ihre? Und da ist noch, und hier ist noch irgendwo ein Hinweis. Aber den hatten wir doch schon. Ein Kleeblatt? Ist der Ihre? Ja, den hatten wir schon. Irgendwas muss dann noch sein. Irgendwas. Sollte jeden Moment anschwellen. Aha. Okay. Wo waren wir noch gleich? Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Bist du irischer Abstammung? Ich habe einen irischen Boss, genau wie mein Freund Cobalt hier. Der Name O'Leary sagt dir doch bestimmt was, oder? Desmond O'Leary. Wenn einer in New York City lebt, hat er vom reichsten Buchmacher der Stadt sicherlich schon mal gehört.
Nach allem, was vorgefallen war, hatte ich endlich das Gefühl, bei diesem Fall Fortschritte zu machen. Falsche Antwort. Doch ich hatte mich geirrt. Also schön, versuchen wir es nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich kenne euren Freund Colbert und seine Frau. Jetzt will er dich beleidigen. Also gut, er gehört dir. Also gut, du bist dran. Und ich rufe den Boss an. Falsche Antwort, Errungenschaft freigeschaltet. Du musst brüllen, als würde ich dich windelweich hauen, ja? Desmond? Wir haben da so einen Scheißdetektiv dabei erwischt, wie der Bobby Yales Bude filzen wollte. Ja, von Duns Tochter angeheuert. Wohlauf? Was genau soll das heißen? Oh klar. Machen wir. Colbert! Hör auf, ihn zu schlagen, du Viech! Zu schade. Dabei haben wir uns doch gerade erst kennengelernt. Sollte ich mal vielleicht auch mit diesem O'Leary sprechen, was? So. Ah ja, erstmal wollten wir sowieso in den Spind gucken von dem Bobby Yale. Oh, was ist er denn hier? Danke, Mann. Also, was kannst du mir noch zu Duns Tod sagen? Also, nicht viel. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Du solltest besser mal die Putzfrau fragen. Die hat ja die Leiche gefunden. Sollte jetzt gerade bei ihrer Schicht in Sam Steiner sein. Ist gleich um die Ecke. Geh durch den Haupteingang raus und folge der Straße nach rechts. Warte nur, bis du sie siehst. Diesen echter Zahnkumpel. Wie Rassismus? Hä? Was war Joe Dunn für ein Typ? Anständiger Kerl. Hast du die ganzen Slogans an der Wand gesehen? Diese Motivationssprüche? Joe hat wirklich daran geglaubt. An alle. Der hat Saxophon gespielt, oder? Ja, ziemlich gut sogar für ein Weißbrot. Aber er hat dann aufgehört, als seine Frau gestorben ist. Er gibt keinen Sinn, was? Ich meine, nichts zieht die Bräute doch so sehr an wie Blasinstrumente. Warum aufhören, wenn man endlich wieder frei ist? Endlich wieder frei? Ich habe oben auf dem Dach eine leere Weinflasche gefunden. Hat Joe dann getrunken? Nur eine Zeit lang, nachdem seine Frau gestorben war. Ach so. Aber schließlich hat er aufgehört. Danach hat er nur noch zu besonderen Anlässen was getrunken. Hast du eine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte? Kein Schimmer. Ich habe mir Bobby Yales Apartment angeschaut. Ich glaube, er könnte was mit O'Leary zu tun haben. Diesem Buchmacher. Bist du sicher? Yale hat ein paar düstere Jahre durchgemacht, keine Frage, aber Dunn hat wirklich einen anständigen Kerl aus ihm gemacht. Ich bin ja kein Detektiv, aber diese Spur will ich nicht weiter verfolgen. Jake und Yale haben Dunn getötet, das glaube ich nicht.
Du hast gesagt, Yale hat sich früher mal einer Gang angeschlossen. Weißt du, welche das war? Teufel nochmal, was weiß ich denn schon? Wir sind hier in New York City. Hier gibt's mehr Gangs als Einwohner. Wie soll das denn funktionieren? Kennst du welche von seinen Verwandten? Seinen Vater, Evanarius. Evanarius? Der Boxpoet? Ist er nicht verschwunden? Vor 20 Jahren? Ja, und seine Frau, Bobbys Mama, ist kurz darauf gestorben. Dann kommt er einem Verwandten noch am nächsten. Das ist ein armer Kerl. Wenn Yale gegen den amtierenden Champion antreten soll, hat er eine großartige Laufbahn vor sich. Er hat keinen Kampf mehr verloren, seit er Profi geworden ist. Der kleine Drecksack hat mich vor ein paar Jahren aus dem Anzug gestoßen. Was kannst du mir über Sonja dann sagen? Ganz schön scharf, was? Ihr beide scheint euch zu verstehen. Tja, ich kenne sie ja auch schon, seit sie noch ein Baby war. Aber sie ist definitiv groß geworden. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie ans College gegangen war, vor etwa 4 Jahren. Mir scheint, der Tod ihres Vaters setzt dir nicht allzu sehr zu. Also, sie gibt sich gern, betont cool. Das macht sie ja gerade so scharf. Dann war kein Schwarzer. Aber er hat dich und Bobby Yale hier trainieren lassen. Ja, das war der erste Boxclub ohne Rassentrennung in der Stadt, glaube ich. Ich lass dich dann mal lieber weitermachen. Alles klar. Also gibt es auch hier sowas wie Rassismus? Das finde ich immer echt interessant. Also mal gucken wir jetzt erstmal hier in den Locker Room und danach gehen wir nochmal mit der Sonja sprechen, wenn die da oben ist. Loch und andere Gedichte, Abraham Greenberg. Okay. Ihr eigenes tragbares Fitnesscenter. Bis zu 5 robuste Federn, um ihren Oberkörper zu stählen. Also, das ist ein Expander, ja? Bobby Yates Expander. Der fehlt. Sind nur noch 2 von diesen Dingern da. Ist ja sonst noch was zu sehen? Das Buch hatten wir schon. Das hatten wir schon. Okay. Okay. Ich hatte mir etwas mehr versprochen von dem. Von dem Spind. Das Hirn eines Rassisten ist so voller Hass, dass unwichtige Dinge nicht mehr reinpassen, so wie gesunder Menschenverstand oder Rechtschreibung. Doch dieser höchst kultivierte Autor hat den Fehler entdeckt und versucht, ihn zu korrigieren. Bin mir aber nicht sicher, was mir das Ergebnis sagen soll. Okay. Hier bezieht sich das scheinbar auf die Fellfarbe, ne? Dementsprechend sind wir ja auch ein Schwarzer. Oder eine Cat of Color. War ja klar. Was war klar? Könntest du mich aufklären? Mike Butler? Nee, das ist da drunter. Arthur Tucker. Der stolze Süden.
Arktische Nation schlägt wieder zu. Rassisten glauben, dass Gott die Erde erschuf, damit sie allein von der weißen Rasse beherrscht wird. Integration is a moral sin. Is a mortal sin. Anführer der Extremistenorganisation stehen neben Arthur Tucker, dem knienden Hund. Einem von 7 Mitgliedern, die bei den Unruhen verhaftet wurden. Mr. Tucker, ein Amateurboxer, hat angeblich einem Polizisten den Kiefer gebrochen. Bastarde. Bastardos, allerdings. Riecht nach Farbe. So ein fleckiges Handtuch, das nach Farbe riecht, okay. Also wohl kein Blut. Und die gesamten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Tatsächlich? Schauen wir mal nach. Ha, aber ob die auch richtig ist? Auf dem Boden des Boxclubs ist ein Farbfleck. Ach so, damit hat er wahrscheinlich... Ah, ja, na klar, damit hat er wahrscheinlich da... Das war wahrscheinlich der Arthur Tucker, der das auf Yales Spind drauf gemacht hat. Arthur Tucker hat Yales Spind rassistisch beschmiert. Yeah, unsere erste Schlussfolgerung. Eine kleine, aber... Es ist eine. In die Duschen kommen wir nicht. Dann lass uns nochmal schnell mit der Dame sprechen. Mit der Sonja. Ganz gemächlich, John. Na klar, ganz gemächlich. Oh, Moment. Liegt da etwa ein Sticker? Da unten? Ja, da liegt ein Sticker. Aber ich weiß noch nicht, wie ich daran kann. Da! Zack, eingesackt, aufkleben. Gucken wir mal, ob die Sonja da ist. Ansonsten schauen wir uns da in diesem Büro mal um. Doch, da ist er. Miss Dunn, darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn das hilft, Yale zu finden, dann nur zu. Haben Sie sich mit Ihrem Vater verstanden? Sagen wir einfach, dass sich unser Verhältnis entspannt hat, als ich mich bei der Sunny University eingeschrieben habe, die mit dem Auto 8 Stunden von hier entfernt ist. Soll heißen? Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, Mr. Blacksett. Mein Vater, Joe Dunn, ist an dem Tag verschwunden, an dem meine Mutter gestorben ist. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Joe Dunn, mein Erziehungsberechtigter. Ein Mann, der mir was zu essen und zum Anziehen gab und mich zur Schule schickte. Und das ist schon mehr, als Sie überhaupt zu wissen brauchen. Ich mag sie nicht. Also, bis jetzt. Verstehen Sie sich mit Bobby Yale? Ach, vergiss es. Der könnte mir scheißegal sein, wäre da nicht dieser Scheißclub, den er mit seinem Scheißkampf retten soll. Zufrieden? Also sie hat keinen Bock auf den Boxclub und auf diesen ganzen Kram. Sie will nur nicht in Schulden gestürzt werden, wahrscheinlich.
Was können Sie mir über Jake sagen? Ich dachte, Sie wären Freunde. Habe ich mich wohl geirrt. Er war mit meinem Vater befreundet, also versuchen Sie es gar nicht erst auf die Tour. Was steht in diesen Papieren, die Sie da gerade durchgehen? Nur Verwaltungskram. Spannend. Sollten Sie etwas finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich dachte, Sie sind hier der Detektiv. Erledigen Sie Ihre Arbeit und ich erledige meine. Was halten Sie von Mary, der Putzfrau? Was soll ich sagen? Ich kenne die ja kaum. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sofort über andere urteilen. Ach nee? Danke. Das wär's für den Moment. Versteh schon, Sie können mich nicht ab. Aber eins sollten Sie wissen. Ich bin ganz Ohr. Ich kann mich selbst auch nicht ausstehen. Ich weiß, das alles muss hart für Sie sein. Doch das ist noch lange kein Grund, mich so zu behandeln. Ich werd's mir merken, Mr. Blackset. Mhm. Haben wir ja also die Leviten gelesen. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Ja, nehmen Sie doch mit. Nimm mit. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Box... Nein. ...Clubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ist es das schon wieder für diese Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir auch ganz bestimmt zur Mary. Ganz, ganz bestimmt. Bis dahin wünsche ich euch was. Haltet die Katzenohren steif und adios.